Unsere Freiheit und Selbstbestimmung wird europaweit immer weiter eingeschränkt, sei es durch zunehmende totale Überwachung, Abbau des Sozialstaates oder Rassismus und Ausgrenzung. Die soziale Katastrophe, die sich aus der Wirtschafts- und Sparpolitik der letzten Jahre ergibt, macht das Leben für viele Menschen bald unleistbar. In vielen europäischen Staaten gibt es das erste Mal nach 1945 wieder Unterernährung. Viele Menschen sterben, weil sie sich normale Medikamente nicht mehr leisten können. Die Selbstmordrate steigt in vielen Ländern. Eine ganze Generation ist ohne Arbeit, Bildung oder Perspektiven. Dazu kommend hat die EU an ihrer Grenze eine tödliche Mauer errichtet. Das Mittelmeer ist zum Massengrab geworden. Anstatt Flüchtlingen zu helfen, sterben tausende Menschen direkt vor den Toren Europas. Was sonst passiert, sehen wir gerade. Milliarden und Abermilliarden fließen in Bankenrettungen und Gläubigern. Wirtschaftsinteressen und Profite werden vor allem geschützt. Wenn wir weiter auf Nationalismus, Rassismus und Ausgrenzung setzen, werden wir bald selbst Gefangene hinter der Mauer sein, die die Politik errichtet hat. Die jungen Grünen setzen sich für eine globale Bewegungsfreiheit ein. Wir brauchen eine humane und solidarische Politik, in der es soziale Sicherheit für alle Menschen gibt. Auch das Frauenwahlrecht und die Abschaffung der Sklaverei galten als total unrealistische, aber sehr, sehr wichtige Forderungen. Genauso wie es wichtig war, sich nicht für ein bisschen weniger Sklaverei oder ein bisschen mehr Frauenrechte einzusetzen, ist es wichtig, sich nicht nur für eine humanere Grenzpolitik einzusetzen, sondern für gleiche Rechte für alle zu stehen und eine globale Bewegungsfreiheit für alle zu fordern. Deswegen brauchen wir gleiche Rechte für alle. Mach mit und informier dich über die Kampagne der Jungen Grünen. www.junge-grüne.at